Bei einem Gefahrguttransport müssen nach der Gefahrgutverordnung Straße der GGVS bestimmte Begleitpapiere vom Fahrzeugführer mitgeführt werden. Diese Papiere sind auch für den Notfall bestimmt. Durch die darin enthaltenen Informationen können die Hilfsdienste eine Unfallbekämpfung wesentlich schneller und effektiver durchführen. Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass sich diese Papiere während eines Transportes in der Beförderungseinheit befinden. Bei einer Kontrolle ist er verpflichtet, die Begleitpapiere den zuständigen Personen auszuhändigen. Unterliegt eine Beförderung dem Gefahrgutrecht, muss ein Beförderungspapier mitgegeben werden, das der Fahrer in der Expedition erhält. Aus dem Beförderungspapier geht Folgendes hervor: Die Stoffbenennung, also der Name des Gefahrgutes, sowie seine Kennzeichnungsnummer, die sogenannte UN-Nummer. Die Gefahrklasse, in die der Stoff eingeordnet ist, sowie die Ziffer und der Buchstabe der Stoffaufzählung, zum Beispiel UN-Nummer 1789, Salzsäure, Klasse 8, Ziffer 5b und der Zusatz GGVS oder ADR. Die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke, zum Beispiel 13 Fässer. Die Bruttomasse, bei Klasse 1 ist es zusätzlich die Netto-Explosivstoffmasse, dadurch weiß der Fahrer, ob die geladene Menge kennzeichnungspflichtig ist. Name und Anschrift des Absenders, Name und Anschrift des Empfängers. Eventuelle Sondervereinbarungen wie Ausnahmen, zum Beispiel nach ADR-Vereinbarung. Ferner eine verantwortliche Erklärung gemäß Randnummer 2002 Absatz 9 und gegebenenfalls gemäß Randnummer 10012. Für das Beförderungspapier ist keine bestimmte äußere Form vorgeschrieben. Es kann ein Lieferschein, ein Abfallbegleitschein oder ein Frachtbrief sein. Wichtig ist, dass die eben genannten Angaben im Beförderungspapier aufgeführt sind. Der Fahrer muss vor Antritt der Fahrt von den Begleitpapieren Kenntnis nehmen. Das nächste Begleitpapier ist das Unfallmerkblatt, das hier als stoffbezogenes Unfallmerkblatt vorliegt. Werden während eines grenzüberschreitenden Transportes mehrere Länder durchfahren, muss ein Unfallmerkblatt in der Sprache des Versandlandes sein, weitere jeweils in der Sprache des oder der Durchfahrtsländer und eins in der Sprache des Bestimmungslandes. Es muss folgende Angaben enthalten: Name des Stoffes, Eigenschaften des Ladegutes, Gefahren, die vom Ladegut ausgehen, und es sollten Angaben über persönliche Schutzausrüstung des Fahrers enthalten sein. Ferner gibt es Hinweise über bestimmte Notmaßnahmen bei Leckagen, Feuer und Erster Hilfe. Weiterhin können besondere Hinweise des Herstellers vermerkt werden. Für bestimmte Transporte ist es erforderlich, die Bescheinigung der besonderen Zulassung mitzuführen. Eine Fahrwegbestimmung muss vom Fahrer mitgeführt werden, wenn er Listengüter in erlaubnispflichtigen Mengen transportiert. In der Fahrwegbestimmung wird die zu befahrende Route niedergelegt. Führt der Fahrer Beförderungen in kennzeichnungspflichtigen Mengen durch, muss er im Besitz einer ADR-Bescheinigung sein, die Auskunft darüber gibt, ob er Stückgut- oder Tanktransporte durchführen darf. Nach Kenntnisnahme der Begleitpapiere, besonders des Unfallmerkblattes, begibt sich der Fahrer zu seinem Fahrzeug und trifft weitere Vorbereitungen zur Abfahrt. Die Begleitpapiere sind im Führerhaus mitzuführen. Während des Beladungsvorganges wird das EG-Kontrollgerät auf passive Arbeitszeit gestellt. Auf einer Beförderungseinheit für Gefahrgut müssen bestimmte Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden. Die persönliche Schutzausrüstung des Fahrers, mindestens ein Unterlegkeil, zwei orangefarbene Warnleuchten und Bordwerkzeug für Notreparaturen.
Die vorgeschriebenen Leuchten dürfen nicht die Entzündung der beförderten Güter verursachen. Vor dem Transport sind sie auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Bordwerkzeug muss mitgeführt werden, damit der Fahrer in der Lage ist, eine Notreparatur durchzuführen. Die Schutzausrüstung für den Fahrer befindet sich häufig in einem Behältnis. Dazu kann unter anderem ein Atemschutz gehören, eine sogenannte Fluchtmaske. Zur Grundausstattung kann eine Augenspülflasche mit reinem Wasser, eine dichtschließende Schutzbrille, geeignete Schutzhandschuhe sowie ein Spaten oder eine Schaufel gehören. Schutzhandschuhe müssen immer auf das Gefahrgut abgestimmt sein, zum Beispiel Gummihandschuhe für Heizöle, dicke Lederhandschuhe für tiefgekühlte Gase und so weiter. Eine Schürze stellt leichte Schutzbekleidung dar. Zwei Feuerlöscher gehören zur Ausrüstung von Gefahrgutfahrzeugen. Sie müssen ein geeignetes Löschmittel enthalten und von einem autorisierten Kundendienst jährlich geprüft werden. Vorgeschrieben ist ein Feuerlöscher mit mindestens 2 Kilogramm Löschmittel und ein Feuerlöscher mit mindestens 6 Kilogramm Inhalt. Wird ein Anhänger abgestellt, so ist auch an diesem ein Feuerlöscher anzubringen. Der weiterfahrende LKW muss 2 Löscher weiterhin mitführen. Feuerlöscher sind plombiert. Man erkennt an der Plombe, dass der Löscher nach der Überprüfung noch nicht wieder benutzt wurde. Eine Abfahrkontrolle trägt zur sicheren Durchführung eines Transportes wesentlich bei. Vor Antritt der Fahrt checkt der Fahrer sein Fahrzeug auf Verkehrssicherheit. Häufig sind die Kontrollpunkte auf Checklisten zusammengestellt. Bei einer kennzeichnungspflichtigen Menge Gefahrgut werden die neutralen Warntafeln aufgeklappt. Zählt ein zweiter Mann ausdrücklich zur Fahrzeugbesatzung, muss auch für ihn eine persönliche Schutzausrüstung an Bord sein. Das Mitnehmen anderer Personen, ob Ehefrau oder Anhalter, ist strengstens untersagt. Gekennzeichnet und vorschriftsmäßig ausgerüstet, verlässt die Beförderungseinheit den Betriebshof. Fassen wir zusammen. Aus dem Beförderungspapier entnimmt der Fahrer, ob die Beförderungseinheit gekennzeichnet werden muss. Vor Transportbeginn muss der Fahrer vom Unfallmerkblatt Kenntnis nehmen, um in Notsituationen sofort handeln zu können. Stimmt die persönliche Schutzausrüstung mit der im Unfallmerkblatt genannten überein? Sind die Feuerlöscher noch zugelassen? Funktionieren die Leuchten? Der verantwortungsbewusste Fahrer geht auf Nummer sicher beim Gefahrguttransport.